Moin Moin, hier ist der Tim und ich darf euch recht herzlich zum ersten Battlefield 4 Multiplayer Gameplay auf meinem Kanal begrüßen. Wir spielen Rush auf der Map Goldmatt-Bahn oder wie auch immer das jetzt sein heißen soll. Bei den Map-Namen denken sie sich wirklich immer wieder neue, unaussprechliche Namen aus. Ich verstehe auch nicht, warum man diese Kartennamen jetzt unbedingt ins Deutsch übersetzen muss. Zwanghaft, ich finde, die kann man doch einfach Englisch lassen. Also da kommt manchmal so eine Scheiße bei raus. Die hören sich so bescheuert dann manchmal an, die Maps. Also da kann man lieber, finde ich, einfach die englischen Namen beibehalten. Schadet, glaube ich, auch niemandem. Und ob das jetzt alle unbedingt verstehen müssen, ich denke mal, eigentlich sollte man eine E18 sein, um das Spiel spielen zu können. Weiß auch nicht, ob das dann unbedingt notwendig ist. Aber na gut, er spielt es das auf der PlayStation 3. Ich habe ja auf Facebook und Twitter das auch schon gepostet, als ich mir das Spiel heute gekauft habe. Und man kann ja schon seit gestern auf dem PC zum Beispiel Battlefield 4 spielen, indem man sich einfach über einen VPN oder Proxy-Server über die amerikanischen Server anmeldet. Da war ja Release am 29.10. offiziell. Bei uns hier in Europa ist es offiziell morgen am 31.10. Und dementsprechend, falls ihr es wirklich noch nicht gesehen haben solltet, eigentlich war es nicht zu übersehen, ist YouTube auch schon voll mit Multiplayer-Gameplays. Also da auch dann, ja, nichts wirklich Neues von mir. Aber ich denke, ein Tag vor Release ist immer noch ganz cool. Und bei Call of Duty Ghosts wird es dann wahrscheinlich auch so sein, dass ich es vielleicht sogar 3 Tage vor Release kriegen kann. Das wird dann vielleicht schon mal ein bisschen cooler. Aber hier bei Battlefield 4, wie gesagt, auf dem PC ja schon seit gestern spielbar. Ich werde auf jeden Fall, das habe ich mir schon vorgenommen, auf der PlayStation 3 nicht weiterspielen, sobald die PlayStation 4 raus ist, weil guckt euch das einfach an. Ich denke, die Bilder sprechen für sich. Mit der Grafik, da bekomme ich einfach langsam Augenkrebs. Und man hat ja zum Glück diese nette Upgrade-Funktion für 10 Euro, dass man sich dann einfach sein PlayStation 4 bzw. Xbox 360-Spiel einfach für die PlayStation 4 oder Xbox One upgraden kann. Und das werde ich auch definitiv machen. Und dann werde ich ab dem Zeitpunkt auf jeden Fall nicht mehr auf der PlayStation 3 Battlefield 4 spielen, weil ich habe auch langsam das Gefühl, dass wirklich die Spielmechanik und alles, es läuft einfach nicht mehr rund auf den alten Konsolen. Ich meine, Battlefield 3 ist jetzt 2 Jahre raus und sie haben dort immer noch nicht die ganzen Soundbugs gefixt bekommen. Und in Battlefield 4 ist es dasselbe. Also ich habe wirklich jetzt schon extrem häufig irgendwelche Aussetzer vom Sound gehabt und so weiter. Und das ist einfach für einen Vollpreistitel so viele Bugs und so noch am Start. Das geht einfach, finde ich, gar nicht. Und da habe ich auch keine Lust drauf. Ab morgen auf jeden Fall spiele ich dann natürlich auch auf dem PC. Da freue ich mich auch eigentlich viel mehr drauf, als auf diesen einen Tag hier jetzt auf der PS3 spielen zu können. In richtig schöner Grafik und so weiter und wirklich alle vollen Funktionen der Maps und sowas ausnutzen können. Ja, da habe ich auf jeden Fall schon richtig Bock drauf. Und ich habe die ersten Runden überwiegend, oder ich habe eigentlich nur Rush gespielt. Wer mich, meinen Kanal schon länger verfolgt, weiß ja, dass Rush mein Lieblingsspielmodus im Battlefield ist. Und am Ende habe ich noch eine Runde Team Deathmatch ausprobiert und das war es dann eigentlich auch schon. Ich habe jetzt ungefähr 1 bis 1,5 Stunden oder so, glaube ich, gespielt. Und diese Runde, keine Ahnung, welche Runde das war, die 4. oder so, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall eine der ordentlicheren. Ein bisschen mit Panzerbash hier am Start. Ja, der klettert da erstmal rauf, auch nicht schlecht. Und ja, eine Sache ist mir auf jeden Fall schon ja recht negativ aufgefallen. Ich möchte jetzt eigentlich kein wirkliches Fazit zu dem Spiel geben, weil das kann man einfach noch nicht nach 1,5 Stunden. Aber ich denke, so erste Eindrücke kann man schon schildern. Nehmt euch da nicht zu viel raus, falls ihr das Spiel noch nicht selbst gespielt habt. Es sind die ersten 1,5 Stunden und da kann sich tatsächlich noch einiges ändern von den Eindrücken, weil vielleicht war es dann auch einfach Pech in den ersten Runden und so weiter. Vielleicht stimmten die Teams einfach nicht, weil man ein zu großes Noob-Team oder so hatte, was auf jeden Fall schon vorgekommen ist, das kann ich euch schon sagen. Erste Runde nämlich, die ich hier gespielt habe direkt. Und dementsprechend ja, möchte ich hier jetzt auch kein wirkliches Fazit zu dem Spiel geben. Das kann man vielleicht nach einer Woche oder so machen, aber nicht nach 1,5 Stunden. Trotzdem mal die ersten Eindrücke, was mir so aufgefallen ist, vor allem zu dem Spielmodus Rush. Das erste, was ich sagen muss, ist, dass die Maps, finde ich, die ich gespielt habe, nicht wirklich für den Spielmodus ausgelegt sind oder nicht wirklich gut konzipiert sind dafür, weil einfach schon wieder
die Felder vor den M-Coms viel zu offen sind. Schaut euch das hier zum Beispiel auch an, hier mit der Eisenbahn. Gut, hier kann man noch runter, aber trotzdem, wenn dahinter sich die Gegner schon eingenistet haben, dann hat man eigentlich keine Chance mehr, weil es sind einfach viel zu offene Flächen und da ist man einfach als Infanterist ein zu leichtes Ziel. Ich habe das eben ganz gut überbrückt, indem ich einfach den Panzer gekriegt habe. Das war ziemlich praktisch, aber auf anderen Runden, in anderen Runden auf der Map lief das da nicht annähernd so gut. Welche Maps habe ich noch gespielt? Eine, wo es auch nicht so gut war im Spielmodus Rush, war auf jeden Fall Langkang Damm. Ist so eine Map mit so einem großen Staudamm. Da ist es auch viel zu offen, wie ich finde. Da kann man als Infanterist auch schon wieder fast gar nichts machen. Da kann man sich vielleicht auch höchstens den Amtrak, den es da gibt, und den Panzer schnappen. Aber als Infanterist bei der offenen Map hat man da eigentlich recht wenig Chancen. Das finde ich ziemlich schade. Ich habe auch das Gefühl, sie haben sich dieses Mal wirklich einfach zu doll auf den Spielmodus Conquest fixiert. Also sie haben ja auch damit geworben, ja, hier jetzt Next-Gen-Konsolen, 24 Mann, Conquest-Gefechte und so, das wird so incredible und endlich kommt die ganze PC-Gaming-Experience auf die Konsole. Und ich habe das Gefühl, sie haben irgendwie Rush da ein bisschen vernachlässigt. Wo der übrigens gerade herkam, der mich da gemessert hat, frag mich nicht, ich habe keine Ahnung. Und das finde ich echt, ehrlich gesagt, ein bisschen traurig. Dann habe ich noch Operation Locker gespielt. Das ist auf jeden Fall das neue Operation Clusterfuck. Passt auch mit dem Namen wieder richtig gut zusammen. Operation Metro war es in Battlefield 3, jetzt ist es Operation Locker. Beide zusammen Operation Clusterfuck oder Operation Clusterfuck 2.0. Weil das war bei Rush einfach, das war unspielbar. Also das ist noch enger als bei Operation Metro, wenn man sich das überhaupt vorstellen kann. Ich werde da vielleicht dann auch demnächst nochmal ein Gameplay von bringen. Ich habe da ja auch schon was aufgenommen. Vielleicht zeige ich das auch nochmal. Aber ich wollte jetzt erstmal eigentlich eine ordentliche Runde zeigen. Und nicht eine, wo man einfach 10 Minuten auf dem gleichen Fleck steht, weil man sich nicht bewegen kann. Weil einfach die Gegner hinter jeder Ecke einfach nur rumschimmeln. Wie gesagt, Operation Locker, das ist eine absolute Katastrophe aus meiner Ansicht. Das Angreiferteam hat einfach überhaupt keine Chance aus den Gründen, die ich eben schon genannt habe. Alles viel zu eng. Die Verteidiger müssen sich einfach nur ans Ende der Gänge setzen und mehr müssen die wirklich nicht machen. Und ich habe, glaube ich, 3 Runden gespielt auf der Map, Rush, und die Angreifer haben jedes Mal verloren. Die erste Base ist unmöglich für die Verteidiger zum Verteidigen, weil einfach die Attacker vorher an den M-Coms sind, was ich auch nicht wirklich nachvollziehen kann. Und eigentlich sollten ja die Verteidiger immer zuerst da sein. Und ab der zweiten Base ist es dann einfach unmöglich für die Angreifer, da irgendwas zu reißen. Es war eigentlich auch nicht so, dass das Angreiferteam einfach immer zu schlecht war, weil es gibt ja einen Seitenwechsel. Und es haben einfach beide Teams locker als Verteidiger gewonnen. Locker auf Operation Locker. Ha. Und ja, Operation Clusterfuck 2.0. Wenn ich einen Server hätte, ich würde die Map für Rush direkt rausnehmen aus der Map Rotation. Aber so wie ich die ganzen Leute kenne, die irgendwelche Server hosten, sobald es wieder dazu kommt, dass DICE oder EA sagt, wir privatisieren die ganze Geschichte wieder. Im Moment gibt es ja nur offizielle Server. Dann wird es eh wieder der Fall sein, dass es ganz viele 64-Mann-Operation-Locker-Only-Server dann geben wird in Rush. Finde ich ziemlich traurig, aber ich denke, darauf wird es hinauslaufen, weil dort levelt man einfach am schnellsten. Was mir noch aufgefallen ist, was glaube ich auf jeden Fall noch eine Änderung zur Beta ist, ist die Tatsache, dass man seine Munition jetzt auf jeden Fall doch verliert, wenn man nachlädt, den Rest der Magazine. Das heißt, sagen wir, ich habe insgesamt noch 60 Schuss, 30 und 30, eben 30 im Magazin und 30 noch als Reserve, und ich schieße 20 Schuss raus und lade nach, dann verliere ich die 10 Schuss, die noch als Rest in meinem Magazin drin war. Und ich meine mich zu erinnern, dass es in der Beta noch nicht der Fall war. Korrigiert mich, wenn ich mich da irre, aber ich glaube, es war nicht so. Und jetzt ist es definitiv so, ich habe es auch ausprobiert. Ich habe mich nämlich erst einmal gefragt, warum ich so wenig Munition immer nur noch habe. Jetzt ist es auf jeden Fall definitiv so, dass man den Rest seiner Kugeln eben verliert, wenn man dann nachlädt. Ob das jetzt gameplay-technisch die sinnvollste Entscheidung ist, da mag man vielleicht drüber zweifeln. Im ersten Moment würde ich sagen, es ist auf jeden Fall schlecht und nicht sonderlich förderlich.
weil man einfach, oder bei mir war es jetzt sehr oft so, dass ich keine Munition mehr hatte und auch einfach kein Support-Spieler in der Nähe war. Vielleicht ändert sich das mit der Zeit noch, wenn man ein bisschen länger gespielt hat. Im Moment spielen, glaube ich, fast alle Sturmsoldat. Und vielleicht ändert sich das dann noch, aber die Munition ist so echt wirklich extrem schnell leer. Und von daher sollte man da wirklich jetzt schon drauf achten, wann man nachlädt und wie häufig man auch nachlädt, weil da kann die Munition dann echt schnell weg sein. Und ich hatte wirklich auch häufig Probleme damit. Ihr seht jetzt auch schon, ich habe noch 20 und 0. Also das war es dann auch schon wieder. Was lässt sich noch so sagen? Eigentlich, Gott, Eindrücke sind eigentlich viel da, aber ob man da sich jetzt immer noch dran erinnert. Primär geht es eigentlich auch ums Gameplay, dass ihr wirklich mal das erste Battlefield 4 Gameplay von mir seht und auch von der PlayStation 3. Dass ihr eben auch sehen könnt, wie matschig das hier alles ist und dass sich bei der Grafik wirklich nichts mehr getan hat. Aber natürlich, das ist verständlich, die Hardware, worauf das läuft, ist, glaube ich, jetzt 9 oder 8 Jahre alt. Und da braucht man dann auch nicht mehr viel erwarten. Ich freue mich auf jeden Fall auf morgen, wenn das Spiel dann für den PC in Deutschland verfügbar ist und werde es, denke ich, auch direkt spielen. Dummerweise habe ich morgen bis 18 Uhr Uni, das heißt, erst ab da werde ich mich dann aufs Schlachtfeld begeben, aber ich freue mich auf jeden Fall extrem. Und der erste Eindruck ist jetzt ein bisschen negativ ausgefallen, würde ich sagen. Vor allem, weil einfach Rush, finde ich, so unspielbar ist. Und aber ich hoffe wirklich, dass einige der Sachen, die mich noch so stören, wirklich an der alten Konsole liegen. PS3 und Xbox 360 beispielsweise hat es auch, finde ich, ziemlich stark rumgeleckt teilweise. Es war ein Clipping-Fehler ohne Ende am Start. Das mit dem Sound habe ich ja schon erwähnt. Und das hat mich dann doch etwas enttäuscht, aber ich denke mal, dass es auf dem PC deutlich besser laufen wird. Und damit verabschiede ich mich. Haut rein, Leute. Bis dann.